Hey Leute, willkommen zu Teil 2 meines Essen und Catrice Videos. Ich habe es einfach nachträglich in zwei Teile gespalten, weil es viel zu lang war. Ja, falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, klickt jetzt einfach mal hier hin, hier werde ich ihn verlinken. Dort habe ich den Anfang gezeigt, also Gesicht und Augensachen, und in diesem Teil kommen halt dann noch die Lippen- und Nagelsachen und vielleicht auch noch ein Teil von den Augen. Muss ich mal gucken, wie ich es so geschnitten habe, und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil. Dann noch etwas, was so schon die Runde gemacht hat. Das ist die Nude Palette von Catrice. Ich halte sie euch mal ein bisschen näher. Ich habe mich heute damit auch geschminkt. Und ja, sie gefällt mir gut. Tolle Palette für den Drogeriebereich. Es gibt natürlich bessere. Es soll ja so ein Vergleich zu der Naked-Palette sein von Urban Decay. Ich werde doch dazu noch mal ein Video machen. Ich werde dazu auch noch ein paar Make-ups schminken. Ich finde sie gut. Man kann ein paar Sachen damit schminken. Die Farben sind unterschiedlich. Also man hat ja oft, dass irgendwie alle Farben so ein Einheitsbrei sind. Also ihr habt da was sehr schön Helles, dann so ein Ton, der sehr an Sin erinnert von Naked, von der Naked-Palette. Dann ein Goldton, der aber nicht zu golden ist. Dann so ein paar dunklere Töne. Man kann damit sehr schöne Sachen schminken. Also hat Catrice sehr gut gemacht, finde ich. Dann sind hier drei neue Quattros. Da habe ich noch nichts mit geschminkt. Also das sind immer System drei neutrale Farben, eine Highlight-Farbe. Das hier gefällt mir so bis jetzt am besten, aber das muss ich halt noch ein bisschen gucken. Habe ich mich jetzt noch nicht mit geschminkt. Ich würde diese Highlight-Farbe halt dann einfach unten an den unteren Wimpernkranz machen. Finde ich ganz schön. Oder irgendwie so noch einarbeiten. Da kommt aber bestimmt auch ein Video zu, wie man sich irgendwie damit schminken soll. Es gibt dann noch von Essence solche 3D-Lidschatten, die sollen so ein bisschen diesen, ja, ich glaube diesen Gel, es gibt doch diese Gelee-Eyeshadows, ich weiß auch nicht, von teuren Marken, ich habe da noch keinen von benutzt, deshalb kann ich sie nicht damit vergleichen, aber die sind ja auch immer so ein bisschen wellig, ja, ich finde die sehr schlecht pigmentiert, sehr glitzerig, gefällt mir nicht so gut, bis jetzt. Dann haben wir hier noch zwei Intensive Eyeshadows, Wet and Dry, die könnt ihr, das sind halt so gebackene Lidschatten. Den finde ich ganz schön zum Highlighten. Das ist Glamour Rose 100. Blau muss ich sagen, benutze ich nicht, aber ja, da könnt ihr mal schauen, die benutze ich aber so Lidschatten benutze ich persönlich eigentlich nie. Was es noch gibt ist, Moment, ich muss gucken, dass hier mein Stuhl da, die ganzen Sachen nicht runterfallen. Es gibt hier noch neue Eyeshadows von Catrice, sind aber auch nicht so meine Farben. Falls euch sowas gefällt, so ein Grün, ein Gelb und ein Türkis. Und welche ich ganz schön finde, ist 630 Fancy Copper Tea. Das ist so ein Bronze, so ein helleres, sehr schön zum Highlighten oder so, um so aus Lid aufzutragen. Was ich noch sehr gut finde, ist jetzt hier von Essence. Eine Palette. Das ist erstmal die Smoky Eyes Palette in Violett. Da werde ich auf alle Fälle was zu schminken, weil ich liebe so violette Eyeshadows. Und dann gibt es noch die Nightclub Palette von Essence. Einmal in so einem Violett und einem Blau. Ja, habe ich auch noch nichts mit geschminkt. Ja, dazu kommt dann wahrscheinlich auch nochmal ein Video oder vielleicht ein Augen-Make-up. So, dann gibt es noch falsche Wimpern. Einzelwimpern, dann noch so welche, ich sag mal schlichteren und welche mit Glitzer. Mir gefallen die aber hier nicht so gut. Ich hatte sie schon drauf. Die sind sehr, sehr künstlich. Für Fasching okay, aber nichts für den Alltag irgendwie. Und ich habe den Wimpernkleber bis jetzt mal ausprobiert. Es gibt jetzt auch einen großen Wimpernkleber von Essence. Ist okay, aber ich bin noch lieber ein Duo-Wimpernklebefreund. Ja, es gibt auch noch neue Pigmente, drei Stück. Ich habe hier zwei da. Das ist einmal mein Little Dragon und Jungle Fever. Einmal ein schönes dunkles Grün und ein hübsches Bärenlila. Also sehr, sehr hübsche Farben. Okay, jetzt noch eine Sache haben wir noch. Und zwar die solche aufklebbaren Lidstriche. Ich dachte immer so, was soll der Mist? Aber Anna auf dem Blog-Element hat es aufklebt, sah ganz cool aus. Aber ja, wahrscheinlich würde ich die doch eher nicht so benutzen. Aber es ist, ich denke, dazu kommt auch ein Video. So, kommen wir zur Kategorie Lippe. Und mein neuer heimlicher Favorit ist da
Essence Day Matte Lip Cream. Ich habe sie hier in zwei Farben, einmal 02 Smooth Berry und 01 Velvet Rose. Und Velvet Rose trage ich auch heute, das ist hier dieses Rosa und dann haben wir hier noch so ein bäriges Rot und... Ups! Das sind solche Dupes zu den Manhattan Matte Cremes. Und ja, mir gefallen sie wirklich gut. Und sie halten toll, es sind schöne Farben. Es gibt noch ein Rose und ein Rot und ein Nude. Und ja, dann ganz viele neue Lipglosse. Das lohnt wahrscheinlich jetzt gerade nicht, wenn ich euch die zeige. Es gibt ein neues Stay With Me Essence Gloss. Dann gibt es, ich glaube, Catrice hat die gesamte Lipgloss-Reihe rausgenommen. Das sind jetzt hier so ein paar ganz hübsche Farben. Ich werde euch dann einfach meinen Favoriten nochmal vorstellen. Und was ich selber sehr, sehr hübsch finde, erwähnenswert, von Essence XXXL Shine Lip Gloss. Das ist so ein Gloss mit, man sieht es glaube ich schlecht, mit blauen und rosa Glitzerpartikel und voll schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Chanel, diese schönen Glitzerglosse und ja. Das ist 23 Dazzle Glow. Finde ich hübsch. Es gibt dann noch drei neue Lippenstifte von Catrice und zwei von Essence. Ich habe hier die beiden von Catrice. Einmal 240 Hey Nude. Sehr, sehr hübsche Farbe. Ist was für meine Mutter. Kriegt wahrscheinlich meine Mutter, weil sie die Töne sehr gerne mag. Und dann gibt es noch zwei. Einmal ein Koralle und ein korallfarbenes Rot. Ich habe hier das korallfarbene Rot in 260 It's a Matte Word. Ja, das ist hier. Ich finde die Töne passen so besser, ich zeige euch den kurz mal, irgendwie ein bisschen besser an Brünette. Das ist halt hier so ein sehr reichendes Rot. Mir gefallen eher die bisschen kühleren, gedämpfteren Töne, aber ja, das sind eben die neuen beiden Lippenstifte von Catrice. Und es gibt von Essence noch Lip Tints, aber ich bin nie so der Lip Tint Freund. Das ist 04 Pink Exposed. Ja, ich mag solche Produkte nicht so gerne, aber falls ihr das mögt, guckt euch mal an. Da gibt es jetzt 4 oder 5 Stück von Essence. Okay, kommen wir jetzt noch schlussendlich zu den Nagellacken. Die neuen Nagellacke von Catrice waren noch nicht da, weil die noch nicht irgendwie fertig produziert sind. Dafür aber von Essence. Und was ich jetzt mal sagen will, es gab ja beim letzten Sortiment so ein Glitzernagellack mit diesen grünen, orangefarbenen Flakes. Und der wird jetzt leider rausgenommen. Wird ersetzt durch so einen Topper, aber der ist blau, aber er ist auf keinen Fall so schön wie andere. Also kauft euch den vielleicht noch, wenn ihr den noch nicht habt. Ja, den finde ich nicht so hübsch. Was ich selber sehr, sehr gut finde, für mich jetzt nicht so viel, aber für Leute, die es mögen, es gibt neue Magnetik-Sachen, also ganz viele, ich glaube 4 neue solche Dinger da. Das könnt ihr auf euren Nagel drauf machen und mit so einem Magnetlack, damit es dann so eine Figur gibt, also entweder so Streifen oder solche Zacken. Gibt es sehr viele neue Sachen. Ich persönlich stehe nicht so auf Nagelart, aber für Leute, die das interessiert, guckt euch das mal an. Es gibt jetzt hier auch so ein Pen. Da könnt ihr dann selber eure magnetischen Sachen entwerfen. Also finde ich große Klasse. Es gibt dann außerdem noch so 2 Sets mit Glitzer. Einmal in Silber und in Gold. Einen neuen Nagelhautpflegestift. Dann eine Lackierhilfe, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber da kann man halt den Nagel so drauflegen, damit man irgendwie nicht übermalt. Die haben dann noch neue Unterlacke bzw. Pflegelacke. Einmal Ultra Nail Repair XXL Nail Protect. Einen neuen hübschen Glitzerlack. Hier, das ist 03 Mr. Big. Und ja. Dann noch mein persönliches Nagel-Highlight. Es gibt mehrere Farben, aber das sind so die 3 Farben, die ich am hübschesten finde, weil es sind Pastellfarben, passen perfekt jetzt in den Frühling. Einmal hier 106 Free Hugs, in so einem Rosa. Dann Hello Marshmallow, den finde ich sehr schön, den macht ihr vielleicht heute Abend oder morgen drauf. Und dann noch 146 That's What I Mint, in so einem schönen Ton. Könnte ein Dupe zur Mint Candy Apple von Essie sein. Ja. Okay, wir sind durch. Ich bin jetzt so ganz schön durchgerusht. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang.
Das haben sich ja einige gewünscht, dass ich mal alles zeige. Ich werde jetzt die nächsten Tage weiter testen, weiter Videos dann drehen. Augen-Make-ups, vielleicht Demos. Ihr könnt mir ganz viele Kommentare da lassen, mir schreiben, was ihr sehen wollt. Falls ihr euch jetzt nochmal wundert, woher habe ich den ganzen Kram. Es ist auf den Events immer so, dass wir Sachen mitnehmen dürfen. Und ich habe ja jetzt nicht alles mitgenommen, ich habe ja von Sachen immer eins gezeigt, dann hat man sich halt so ein bisschen Sachen aufgeteilt, der eine hat das mitgenommen, der andere hat das mitgenommen, dann haben wir noch so Bags bekommen, wo jeder so die Highlights bekommen hat, wie die BB-Cream oder Nude-Palette, dass sie jeder hat. Ich kriege gar kein Geld dafür, dass ich die Sachen irgendwie zeige oder dass ich Videos mache, wir haben die Produkte nur kostenlos bekommen, durften kostenlos halt dahin fahren, aber uns wird jetzt nicht gesagt, ja, sag das ist so oder das ist so, sondern das ist ja alles meine freie Meinung, wollte ich einfach nochmal sagen, so... Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen für euch vielleicht komisch ist, woher habe ich denn die ganzen Sachen und dass ihr so ein bisschen Hintergrundinformationen wisst. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!